Seit Grössenordnung 22 Jahre weiss man bei mir, dass ich Morbus Crohn habe. Wo man mir dann schlussendlich eröffnet hat, was ich habe, ist meine Reaktion sehr, sehr einfach gewesen. Ich habe den Arzt gefragt, ob ich daran sterben könnte. Und als er geantwortet hat, dass ich im Normalfall nicht würde sterben daran, habe ich ihm geantwortet, dass wir einfach das Beste jetzt machen daraus. Ich habe mich per sofort mit dieser Krankheit arrangiert. Ich habe sie akzeptiert und ich bin heute noch der Überzeugung, psychisch gesehen, dass wegen dieser Akzeptanz ich eine sehr schwach ausgeprägte Form habe. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man mit der psychischen Einstellung das ganze Leben beeinflussen kann. Ich merke heutzutage die Feedbacks von meinem eigenen Körper viel, viel besser. Ich spüre sie auch. Ich versuche mich daran zu halten. Ich habe mit meinem Körper auch geistig eine Abmachung getroffen, dass ich ihn versuche, nicht zu fest zu belasten und er mich dann im Gegenzug nicht runterprügelt. Es hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Ich muss aber zugestehen, dass ich in den letzten anderthalb Jahren doch schon 2 bis 3 Mal wieder gewisse Stressanzeichen hatte, wo sich dann im unteren rechten Bauchbereich bemerkbar gemacht haben. Ähnlich wie die Szenarien, die ich vor 3 Jahren hatte. Das ist für mich dann jeweils ein Weckruf. Jetzt musst du wieder ein bisschen abschrauben, dem Körper wieder ein bisschen Sorge geben. Und ich tue mich auch regelmäßig vor mein Bett gehen, beim Körper bedanken, dass er mit mir so mitmacht. Also ich bin sehr stark der Überzeugung, dass Psyche muss mit dem Körper zusammenspielen. Man muss aus dem Hintergrund vielleicht auch verstehen, ich habe vorher ca. 40 Jahre lang meinen Körper vergewaltigt. Er musste folgen, er musste alles machen, was mein Kopf wollte. Wenn er nicht mehr mögen, habe ich ihm eingeredet, doch du magst. Und bin mir lang nicht bewusst gewesen, dass ich so meinen Körper innerlich zerstöre. Für Betroffene möchte ich einfach nur sagen, verliert die Hoffnung nicht. Versucht entgegen eurer schweizerischen Natur positiv zu denken. Auch ein bisschen mehr Lebensfreude können zu empfinden. Man kann mit einer positiven Grundausstellung extrem viel positiv verändern.